Schon immer haben wir davon geträumt, die endlosen Straßen Amerikas zu befahren, die Wüsten des Südwestens zu durchqueren und die Berggipfel der Rocky Mountains zu erklimmen. Wir tauchen ein in eine endlose Landschaft, die sich vor uns ausbreitet wie ein gemaltes Bild. Von majestätischen Bergen bis zu weiten Wüsten und geheimnisvollen Wäldern. Uns überkommt ein Gefühl, das wir während unserer so langen Reise auf der Panamericana so sehr vermisst haben. Das Gefühl von Freiheit und Unabhängigkeit. Dieses Gefühl ist von einer tiefen Dankbarkeit begleitet, dass man die Möglichkeit hat, solch eine Schönheit zu erleben und zu erfahren. Wir sind gerade auf unserem Weg von Argentinien bis nach Alaska und befinden uns momentan eigentlich seit ein paar Wochen in den USA. Und gerade stehen wir in der Nähe vom wunderschönen Segoya Nationalpark. Vielleicht könnt ihr das so ein bisschen im Hintergrund erkennen. Überall große Bäume und dafür ist dieser Nationalpark bekannt und wir freuen uns schon dermaßen darauf. Hier, wo wir gestanden haben, ist ein offizieller Campspot, Segoya National Forest Organization Camps. Aber die stehen auch vor der Einfahrt. Aber das ist gar nicht so schlimm, weil danach ist alles zugeschneit. Die Straße ist nicht passierbar. Deshalb haben wir hier oben an der Straße gecampt. Ich fand, das war eine gute Nacht für uns. Und fragen wir mal Timos Eltern, denn die reisen momentan mit uns. Sie haben sich hier einen Camper gemietet. Und wie die Nacht bei ihnen so war. Elke, wie hast du geschlafen? Ich habe wunderbar geschlafen. Echt? Ich habe kein Auto gehört, aber ich hätte wahrscheinlich die vergangene Nacht auch sonst so verbringen können, nach dem anstrengenden Tag. War der Schlaf einfach erholsam. Ja, super. Ist auch gar nicht so viel Verkehr hier, gell? Überhaupt nicht, ja. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass diese Straße Richtung Süden heute eigentlich den ganzen Tag gesperrt ist. Deshalb können wir auch so coole Sachen machen und hier direkt an der Straße frühstücken. Schaut mal, wie viel Schnee hier liegt. Wow, damit haben wir echt nicht gerechnet, oder Timo? Nee, es ist aber gar nicht kalt, es sind 20 Grad oder so. Aber das, der Schnee schmilzt nicht. Der schmilzt nicht, gell? Wahnsinn. Unfassbar schön, wo wir hier gerade sind. Also ich persönlich komme jetzt gerade gar nicht aus dem Staunen heraus. Es ist einfach schön, hier lang zu fahren, die Natur zu sehen. Rechts und links überall riesengroße Bäume. Und ich finde, so, ich habe einfach die Kälte so sehr vermisst. Dadurch, dass wir einfach so lange in der Hitze unterwegs waren, ist es einfach ein gutes Gefühl, auch mal in der Kälte aufzuwachen und in der Kälte schlafen zu gehen, sich in die warme Decke zu kuscheln. Und ich liebe es. Der Segoya Nationalpark, in dem wir gerade sind, der ist bekannt, weil hier die größten Bäume der Welt stehen. Und wir haben das beim Durchfahren schon so ein bisschen gesehen. Da ist zum Beispiel einer. Guck dir mal an, wie groß der ist. Größer als du, Alina, sogar. Ja, guck mal, wie viele Arme brauchst du, um den zu umfassen? Also das ist faszinierend einfach, oder? Ja. Aber hier hat es letztes Jahr auch gebrannt. Das hat man in Deutschland auch in den Nachrichten mitbekommen. Es hieß, dass es relativ dicht an diese Riesenbäume rangekommen ist, aber dass es so dicht rangekommen ist, ich glaube, da ist sogar einer abgebrannt. Oh, das ist so schade. Der hat zum Glück überlebt. Alina, ja? Stellst du dich mal neben den Baum? Ich brauche eine Referenz. Was hast du gefunden? Zeig mal. Oh, ich habe diese Wälder so sehr vermisst. Ist das von diesen Riesenbäumen? Ich weiß es nicht. Ich glaube aber schon. Oh, ja, so. Oh, wie traurig. Guck mal, der ganze Bereich bis da unten hin, da hat es gebrannt. Krass, oder?
wie riesig diese Bäume sind. Einfach der Wahnsinn. Ich habe mich so sehr auf diesen Nationalpark gefreut und ich bin so happy, dass wir endlich hier sind. Die Stimmung ist einfach einmalig hier. Guck mal, die beiden Bäume kommen unten aus einem Stamm. Das sind drei Bäume, oder? Ach, stimmt. Drei Bäume. Ja. Und der hat unten bestimmt 20 Meter Umfang. Jetzt hast du einen Größenvergleich. Guck mal hier, gleich komm. Ach ja, da. Die Rinde ist ganz weich, gell? Ja, hat mich auch gewundert. Wie so ein Fell von dem Baum. Ja. Ich muss mal gucken, wie tief das da reingeht. Krass. Das geht 7-8 Meter da rein. Ja. Echt? Ich habe noch nie eine Höhle gesehen in einem Baum. Wahnsinn. So groß. Wow. Boah, es ist richtig rutschig hier auch. Wow. Sehr rutschiger. Ja, total. Es kann nichts passieren, ich habe eine Bärenglocke dabei. Als ob das was bringt. Wir befinden uns gerade in dem Giant Forest und hier ist ein sehr gutes Museum, da drüben befindet es sich. Und ich hoffe, dass wir noch ein paar mehr Informationen über diese Riesenbäume hier erfahren. Der eine Baum wiegt 1250 Tonnen. Das ist so krass, das sind 10 Blauwale, oder? Ja. Buckelwale. Wahnsinn. Es gibt nur ein kleines Gebiet, wo die überhaupt wachsen. Und die brauchen Feuer, um sich zu reproduzieren. Hier in dem Park sind sehr viele Wege gesperrt. Hinter mir sieht man es zum Beispiel. Das ist eine sehr bekannte Straße, die man hier so reinfahren kann. Und es ist tatsächlich überall hier im Park so, dass viele Campingplätze und alles weitere gesperrt ist. Und deswegen können wir hier nicht lang fahren, aber wir laufen den Weg. Und der Wanderweg, den wir uns jetzt ausgesucht haben, ist Morro Rock Trail. Und wir wissen jetzt nicht genau, wie viele Kilometer das insgesamt sind, aber wir schätzen, dass dieser komplette Rundweg ungefähr 8 Kilometer lang ist. Und kann man in einer noch herrlicheren Gegend hier wandern gehen? Ich glaube nicht, oder? Ich denke nicht. Ich habe nicht zugehört. Viele von den Riesenbäumen sind schon deutlich mehr als 1000 Jahre alt, die schon alles mitgemacht haben. Traumhaft ruhiger Wald hier, wirklich. Zieht euch das mal rein, da hinten. Da. Gehen wir gleich noch mal ein bisschen näher, dass man es besser sieht. Das gibt's ja nicht. Der Baum ist hier runtergefallen, der da. Und Mann, wie groß ist der eigentlich? Was meinst du, was das für ein Lärm da, weil es in der Mitte durchgebrochen ist? Einen ziemlichen Lärm.
Ach du meine Güte. Oh Timo, du wirkst so klein an dem Baum. Das ist krass, oder? Wahnsinn. Das war bestimmt mal ein Baum, der fast 100 Meter hoch war. Der war echt ganz schön alt auch. Ja, oh, da geht's. 1000 Jahre bestimmt. Da geht's noch weiter. Da unten. Das sind zwar nicht die höchsten Bäume auf der Welt, die werden so knapp unter 100 Meter hoch. Es gibt hier noch eine Redwood-Sorte in den USA, die wird über 100 Meter hoch. Aber das sind auf alle Fälle die massigsten Bäume, also die haben viel größeren Durchmesser. Wahnsinn, ja. Und so beeindruckend, oder? Manche hier im Park sind 3000 Jahre alt, ne? Ja. Das ist ja, ich meine, guckt euch das an, das ist einfach krass. Da, den Baumsturm da oben. Ecke, du stehst da gerade auch an etwas sehr Beeindruckendem. Oder? Guck dir mal, wie groß diese. Das sind doch Wurzeln, oder? Das ist doch alles beeindruckend. Das gibt's ja gar nicht. Wow. Auch wieder ein umgefallener Baum und das sind die Wurzeln von dem Baum. Ja. Wahnsinn. Du wirkst so klein. So ein Märchenwald, oder? Wie bei Gulliver. Hier in dem Park liegen auch immer mal wieder große tote Bäume rum. Und der hier ist ein ganz besonderer. Der ist nämlich da hinten über die Straße gefallen. Und da es zu viel Aufwand war, den komplett wegzuräumen, wurde gerade ein Tunnel rausgeschnitten. Ich hätte gern gesehen, mit welcher Kettensäge die das gemacht haben. 1930 ist der Baum übrigens runtergefallen. Echt? Ja. Ich weiß nicht, ob es da Kettensägen gab, keine Ahnung. Oder wie die aussahen. Weiß nicht. Vielleicht haben sie auch rausgeschnitzt. Ja, wahrscheinlich, genau. Wenn man sich mal überlegt, dass der Baum hier schon über 90 Jahre hier liegt. Ich würde gern wissen, wie lange es braucht, bis gar nichts mehr da ist. Das dauert ja wahrscheinlich 1000 Jahre oder so. Bei den Bäumen hier läuft die Zeit anscheinend ein bisschen anders. Diese Segoya-Bäume, die wachsen nur auf dieser Hochebene hier hinten. Und diese Hochebene wird von so einem großen Felsen dominiert. Und wir haben gerade gesehen, dass hier eine Treppe hochgeht. Fast 400 Stufen. Ich glaube, es wird ganz schön anstrengend. Welche Aussicht hier. Total. Zwischen den riesengroßen Bäumen kommt man sich ganz schön klein vor. Es gibt aber einen Baum, der ist noch viel größer als alle anderen. Da kommen wir allerdings jetzt nicht zu Fuß hin, da müssen wir mit dem Auto fahren. Alina, wo lang geht's? Ich glaube da lang. Müsli-Riegel? Ah, nee, danke. Müsli-Riegel? Nee, danke. Dann mehr für mich. Genau hier. Und ungefähr 700 Meter entfernt, das ist jetzt echt nicht weit. Ja. Also, was geht's? Ist es? Der da,
Genau, der linke von denen, das ist der. Das ist jetzt aber nicht der höchste. Wie ich verstanden habe, auch nicht so der breiteste an sich, sondern irgendwie so der stämmigste, also das meiste Holz im Stamm hat. Und was hast du gesehen? Du stehst hier auf so einer besonderen Form. Das ist die Grundfläche von dem Baum. Echt? Ach, ja. Das ist schon groß. Ja, wie war das nochmal? 33 Meter, wenn man das einmal umrunden würde auf dem Boden, ne? 33 Meter Umfang? Ja. Genau, der ist das da. Es ja. Wächst ja noch. Das heißt, die Krone ist ja abgestorben, also der wächst nicht mehr in die Höhe, aber immer in die Breite. Ja, schon spannend. Aber kommen wir da auch noch näher hin? Ja, da unten. Oder? Der ist schon sehr groß. Das ist er? Ja. Das ist echt ein großer Baum, Alina. Von hinten habe ich mir gedacht, okay, könnte sein, aber von hier vorne ist es schon sehr eindeutig. Boah, ist der groß. Der ist über 2000 Jahre alt. Es gibt hier im Park noch Bäume, die sind über 3000 Jahre alt. Aber ich finde 2000 auch schon relativ alt. Okay, wir haben heute 20.000 Schritte gemacht und über 13 Kilometer sind wir heute gelaufen. 13,66. Boah, das ist viel. Boah, richtig cool. Und das hat auch durch unwegsames Gelände zum Teil. Ja, auf jeden Fall. Ja! Auf zum Stellplatz, oder? Ganz schön müde. Ich auch. Und ich habe Hunger. Oh, ja. Ja, stopp, ich würde so stehen bleiben. Schönen guten Morgen. Wir hatten hier wieder eine herrliche Nacht, unsere zweite Nacht auf dem Stellplatz. Haben wir uns jetzt so ein bisschen ins Eck reingestellt, dass man uns hier nicht direkt an der Straße sieht, aber es war wieder total leise. Hat wahrscheinlich mit der Straßensperrung hier wieder zu tun, aber es war perfekt. Auch für Timos Eltern war die Nacht sehr, sehr gut. Und jetzt geht es auch direkt weiter. Passend dazu hat der Timo das Auto abgewürgt. Es geht auch direkt weiter zum Yosemite National Park und da freuen wir uns auch schon extrem darauf. Tankstelle. Wir können irgendwie gefühlt immer vor jedem Nationalpark und nach jedem Nationalpark tanken. Bei uns reicht der Sprit ein bisschen länger. Wir haben einen etwas sparsameren Motor drin. Mal gucken, was der Preis so sagt. Auf jeden Fall viel Geld. Timo, was sagt der Preis? Steht hier gar nicht. Steht hier gar nicht. Ja, aber es war, glaube ich, so 4,90 Dollar pro Gallone. Aber es hat das erste Mal die Karte abgelehnt. Ah, super. Deshalb hoffe ich, dass es jetzt klappt. Es ist irgendwie immer ein Krampf zu tanken. Jede Tankstelle ist anders und mal funktioniert es nicht. Ja, vor allem wir hatten jetzt schon ein paar unterschiedliche Methoden. Einmal musste man drin zahlen. Meistens muss man die Kreditkarte eingeben, PIN eingeben und dann wird nur das abgebucht, was man tankt. Aber jetzt hier funktioniert gar nichts. Komisch ist immer, wenn andere tanken, bei denen funktioniert es immer. Aber wenn wir dann kommen mit unserer Kreditkarte, funktioniert das irgendwie nie. Keine Ahnung. Ah, ich glaub's. Ja, hat's geklappt? Ja? Hat's geklappt? Hey. Läuft es? Ach, sehr gut. Sehr schön. Ja, aber ich glaub's auch. Hast du deine Karte noch? Nein.
habe es jetzt mal ausgerechnet, das sind jetzt so ungefähr 1,20 Euro, die wir für Diesel jetzt bezahlen. Und für Benzin ist es ähnlich. Und ja, es ist schon ein bisschen teurer als in Texas, aber damit haben wir gerechnet. Also immer wenn man der Küste näher kommt, wird es dann halt immer teurer. Okay Leute, wo sind wir denn gerade hier gelandet? Das ist ja heftig. Also ich habe gerade nach rechts geschaut und ich sehe überall nur so Tannenspitzen aus dem Nichts herauskommen. Keine Ahnung. Also mystisch mit dem Nebel. Oh. Ja, ich zeig mal ganz kurz nach vorne, wo wir gerade wieder langfahren. Also wieder so eine fantastische Waldstraße. Und hier rechts neben uns wieder alles nur Bäume. Bäume, Bäume, Bäume. Alina, ich freue mich gerade so sehr auf den Yosemite National Park. Ich auch. Ich habe schon so tolle Sachen von dem gehört. Ich finde, es ist so, schon so ein ganz cooler Abschluss von unserer Route mit deinen Eltern zusammen, gell? Dieser National Park. Ja, total. Auf alle Fälle ist es ein Highlight. Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich. Oh, wie cool. Guck mal. Oh, wieder diese Bäume. Wow. Mal gucken, ob das machbar ist für uns. Es liegt ja momentan sehr viel Schnee und so weiter und es ist matschig. Aber guck mal, die Straße sieht doch eigentlich ganz gut aus hier. Ha? Ja. Sieht gut aus. Ich hoffe, dass kleiner Dip. Ich hoffe, dass es nicht regnet, dann könnte die Straße schon schwer zu fahren sein. Oh, hier runter, Aline. Nee, echt? Ach, guck mal, das geht voll. Das ist ein richtig schöner Platz. Richtig schöner Platz, oder? Was meinst du? Irgendwie gar nicht, nein. Aber es passt schon. Ihr steht etwas ungerade, gell, Elke? Ja. Ja, es ist kalt, gell? Aber schau mal, was für ein Wald, oder? Toll, oder? Herrlich, ja. Wieder ganz toll. Mitten in der Natur. Gut. Ich stehe mir genau andersrum. Aber wir haben ja Keile. Warte, noch ein Stückchen rein, Dieter, würde ich sagen. Ja, genau. Passt, sieht super gerade aus. Perfekt. Schön aufgebockt. Jetzt der Eingang noch höher, Elke. Jetzt kann man gar nicht mehr rein. Komm, doch eine Leiter. Und? Gut gemacht. Cool. Super. Schöner Platz. Ach, ja, meine ich ja. Das ist richtig hoch geworden, die Stufe hier. Das ist also unser Stellplatz für vielleicht ein paar Tage. Ja, ist halt jetzt ein bisschen regnerisch, ein bisschen zugezogen. Trotzdem finde ich es ganz schön. Man ist nicht weit von der Straße entfernt, aber fühlt sich trotzdem so, als wenn man mitten im Wald. Internet ist auch schon aufgebaut, Starlink. Wir sind hier gar nicht weit vom Yosemite National Park entfernt und das ist für mich persönlich eins der absoluten Highlights unserer kompletten USA-Reise. Da freue ich mich schon so sehr drauf. Da habe ich so viele Kletterberichte und Naturberichte drüber gelesen. Also das wird richtig gut. Ich hoffe, dass morgen gutes Wetter ist, weil heute ist es schon ein bisschen spät. Deshalb gehen wir heute nicht mehr in den Park. Aber ich denke, hier auf dem schönen Stellplatz kann man auch gut noch einen Abend verbringen. Draußen ist es schon ein bisschen grau und ein bisschen regnet es auch immer. Also ein bisschen ungemütlich ist es schon. Aber damit es nicht ganz so wild wird, habe ich Pizzateig angesetzt und gleich gibt's Pizza. Pizza! Nochmal, du freust dich, ja? Ich bin gerade am Videoschneiden und freue mich, dass einer kocht. Ja. Danke nochmal an Jesse und Roberto, von denen haben wir das Rezept. Wir haben es seitdem ein bisschen verfeinert. Ja. Und ich glaube, das wird richtig lecker. Ja, wird richtig gut. Vor allem, weißt du, zu viert dann Pizza zu machen im Backofen ist mega anstrengend. Aber wenn man es in der Pfanne macht, wir haben zwei Pfannen, das wird richtig lecker. Das ist doch schon fairer, oder? Stimmt, wir reisen ja mit zwei Rentnern. Sie essen nicht so viel. Ja, passt genau. Besser als das letzte Mal. Deckel drauf. Hunger, 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 Hunger. Ist gleich fertig. Das ist wirklich sehr hoch. Ich habe mich auch anstrengen müssen, Elke. Da kann ich ja nachher auf den Knien rauskriegen. Ach genau, dich brauche ich ja auch gleich. In 9 Sekunden muss die Pizza belegt werden. Ich bin jetzt hier eine Stunde beschäftigt, für alle Pizza zu machen. Erstmal Alinas. Okay, gut. Kompakt drauf. Alles, was geht. Einmal drauf lernen. Ja, genau. Ganz viel Gemüse.
Ah, jetzt habe ich einfach geguckt und auf den Teller gezeigt, weil ich so gespannt war. Was? Ich habe den Teller gefüllt. Die erste ist fertig. Nur nicht runterfallen. Oh. Magst du so drüben essen? Guck mal, ich werde sie hier essen. Ah, ich esse hier. Das sieht toll aus. Wow. Ich kann sie hier auf dem Laptop kann ich sie hier essen. Pilze? Okay. Ja, genau. Das haben wir nicht. Die da haben wir nicht. Was willst du noch drauf haben? Karotten haben wir. Ja. Ja. Okay. Okay. Käse. Oh, mäßig lecker. Richtig lecker. Hört mal gern. Schaut euch den mal an. In den USA ist wirklich alles ein bisschen größer, habe ich so das Gefühl. Wow, das ist krass. Guck, meine Hand ist ja schon nicht klein, aber das Ding nicht schlecht. Wir hatten hier eine sehr, sehr ruhige Nacht. Natürlich, wir stehen irgendwo mitten im Wald. Was heißt mitten im Wald? Es sind eigentlich nur ein paar Meter von der Straße. Aber auf der Straße fährt anscheinend nachts kein Auto. Deshalb war es eine wirklich sehr tolle Nacht. Auch der Morgen war angenehm. Überall hat so ein bisschen Nebel gehangen. Aber wir wollten uns ein bisschen sputen, weil heute geht es ja zum Yosemite. Das ist noch über eine Stunde Fahrt, das sind ja alles Entfernungen. Man fährt immer so viel, aber ich hoffe, dass es das wert ist. Hier rechts ist noch ein Iowa-Länder-Spot, hier rechts ist ein Stellplatz. Hoffentlich ist es noch nicht der Stau vom Nationalpark, weil es sind noch 30 Kilometer, 30 Meilen sogar. Hoffen wir nicht, dass das so ist. Aber da stehen sie überall in die Kurve rein. Das wäre ein Hammer. Okay, sieht so aus, als ob das der Eingang ist. Da hinten sieht man die kleinen Hütten von dem Nationalpark und deswegen stehen wir hier an. Hello. Oh yeah. Yeah, that would be nice. Thank you. Thanks a lot. Bye bye. Bye. Was ich liebe an den ganzen Nationalparks ist, dass man hier so eine Zeitschrift bekommt. Da steht wirklich alles Wichtige drin. Alle Straßen, die geschlossen sind zum Beispiel. Und noch ganz viele weitere Informationen über den Park. Aber es gibt auch ein Museum, oder? Ja, genau. Da können wir das auch noch mal ein bisschen erforschen, was es eigentlich ist. Und es gibt Wanderkarten. Ganz, ganz wichtig. Da muss man nicht vorher ewig im Internet recherchieren, was für Wanderungen man macht. Und das gibt es wirklich in jedem Nationalpark. Man kriegt hier so wunderschöne Wanderkarten mit. Und ich finde, das ist sehr, sehr hilfreich. Vor allem hier im Yosemite National Park. Der Yosemite National Park ist so beliebt, dass man am Wochenende solche Permits, also Genehmigung, dass man so eine Genehmigung braucht, um dann in den National Park überhaupt mit dem Auto reinfahren zu dürfen. Das ist unglaublich. Ja, es sind einfach viele Autos hier unterwegs und wir haben heute Donnerstag. In der Woche braucht man das nicht. Ich habe es trotzdem mal für das Wochenende reserviert und ich habe ein halbes Jahr vorher habe ich das reservieren müssen. Ja, weil die sind ganz schön beliebt, diese Permits hier. Können wir jetzt ein paar Tage hier bleiben? Ja, auf jeden Fall. Und ich hoffe ja, weil am Samstag soll nämlich richtig schönes Wetter sein. Mal gucken, wie es jetzt die Tage wird, aber ist uns auch egal, weil Yosemite machen wir wirklich nur einmal. Wir sind jetzt 100 Kilometer reingefahren in den Park und sind noch dabei, weil wir ja außerhalb gepennt haben. Hier drin gibt es auch Campgrounds, die sind auch gar nicht so teuer, aber die sind auch lange im Vorfeld ausgebucht. Aber ich habe gehört, man kann Glück haben, wenn man einfach hinfährt. Das werden wir gleich versuchen, ja. Aber ich meine, Leute, ich habe ein halbes Jahr vorher schon bei diesen Campgrounds, bei allen Campgrounds in Yosemite National Park geguckt. Die waren alle weg. Alle. Aber wie gesagt, diese Erlaubnis, vielleicht kriegen wir dann auch mal so Last-Minute-mäßig. Mal gucken. Kein Wunder, dass die Kletterer alle hierher kommen, oder? Das ist der El Capitan, oder? Wahnsinn. Ich glaube ja. Ja. Das ist ja. Wenn ich in den letzten 10 Jahren wirklich sowas wie ein Sehnsuchtsziel hatte, oder zwei Sehnsuchtsziele,
dann waren das eigentlich Patagonien und Yosemite. Das ist für mich so der Inbegriff von Wildnis. Auch zwei grandiose Kletterziele, aber klettern tun wir ja nicht mehr. Aber das ist der El Capitan. Da gibt es auch ein paar legendäre Begehungen von. So eine schöne Gegend. Guck dir das mal an. Ja. Ja, alle, die daherkommen, sind gerade voll nass wiedergekommen, gell? Hätten wir uns so eine Regenjacke anziehen sollen. Wie immer, ne? Ist ja nicht weit zum Van. Erinnert mich so ein bisschen an die Iguazu-Wasserfälle, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Was für eine Power. Was für eine Gischt da hinten. Wahnsinn. Hier ist eine trockene Stelle. Ja. Oh, Pause. Okay, und weiter geht's, oder? Weiter? 3, 2, 1, los! So, wir sind da gewesen, lass wieder gehen. Also da ist der Wasserfall. Boah, ich kriege gar keine Luft mehr. Das war der Wasserfall. Ganz schön nasse Angelegenheit. Und man sieht ihn von hier unten gar nicht. Von der Straße war die Aussicht viel besser. Ja, nach der Dusche kann man sich jetzt mal schön in der Sonne trocknen lassen. Ja. Hier noch nicht in der Saison, aber es ist schon sehr voll. Mit so vielen Leuten habe ich hier nicht gerechnet. Aber wir machen jetzt eine Wanderung da hinten an dem Berg Half Dome und ich hoffe, dass wir da gut mit dem Shuttle hinkommen. Also ich muss sagen, als wir hier in das Tal reingefahren sind, hat es mich absolut beeindruckt. Jetzt, wo wir hier sind, wird das ein bisschen gedämpft, weil mit so komplett unberührter Natur hat es hier gar nichts mehr zu tun. Hier in dem Tal gibt es ein Krankenhaus, ein Postoffice, Geschäfte, unfassbar viele Zeltplätze und alles. Ja, mal gucken, wie es wird, aber ich glaube, sobald man hier aus dem Valley rausgeht, dann hat man wieder seine Natur. Aber dass sie hier mittendrin ein Postoffice haben, wer braucht das denn? Da hinten ist ein Valley. Krankenhaus. Das ist so heftig, das ist wirklich eine kleine Stadt im Valley, ja, oder? Total. Das ist so, wow. Ich hoffe, dass wir noch ein bisschen unberührte Natur finden, oder? Ja, komm. Also, wir sind ungefähr hier. Und laufen jetzt zu den Lower Yosemite Falls. Das ist der Lower Yosemite Fall. Ach genau, und da oben, das ist der Upper Yosemite Fall. Wir laufen hier in einer so schönen Gegend, also links und rechts von uns diese riesengroßen Bäume mit dieser beeindruckenden Rinde. Es riecht hier einfach so gut, die Luft ist so frisch. Und umgeben von Felswänden mit Wasserfällen. Weiß nicht, wo man sowas noch sehen kann. Und ja, ist schon was ganz Besonderes hier, finde ich. Wir haben jetzt nochmal geguckt. Alle Zeltplätze hier im Park sind leider auf Monate hin ausgebucht, wie gedacht.
Aber wir hätten ja Glück haben können, dass irgendeiner abspringt. Jetzt müssen wir heute Abend noch rausfahren. Ja, es ist halt, wenn man Pech hat, muss man eine Stunde rausfahren, um nicht im Nationalpark zu sein. Aber wir haben jetzt noch eine Straße gefunden mit ein paar wilden Stellplätzen und die befinden sich nicht im Nationalpark und wir schauen, ob da noch was frei ist. Ja, und das sind nur 40 Minuten Fahrt. Nur. Hier gibt es ein paar Stellplätze, aber es steht auch dabei, dass das relativ voll ist und man steht halt wirklich fast an der Straße. Also fast an der Straße haben wir schon mal gemacht, das wäre jetzt nicht so das. Wir mal gucken, ob wir da Glück haben, ob wir da stehen bleiben können. Wir werden sehen. Oder? Ja. Auf gut Glück, hä? Ja, ich hoffe, dass das was wird, weil wenn nicht, müssen wir heute echt wieder bis in die Nacht reinfahren. Ah. Keine Lust drauf. Ich muss persönlich sagen, oh mein Gott, das sieht so schön aus, diese Felswand, wenn ich da lang könnte. Das ist halt ein sehr, sehr beeindruckendes Tal, aber ich finde es sehr schade, dass hier alles so zugepflastert ist, dass hier so viele Sachen gebaut wurden. Ne? Also Hotels, Einrichtungen, Museen, alles mögliche. Also wirklich, es wurde zugepflastert, das Tal. Und das finde ich sehr, sehr schade. Im Segovia-Nationalpark haben sie es besser gemacht, haben sie sehr viel zurückgebaut, weil sie nämlich auch erkannt haben, was das für einen Impact hat. Ich meine, auf der Infotafel stand 100 Gebäude haben sie abgerissen. Weil es einfach besser für die Natur ist dort. Genau. Dort haben die das festgestellt. Ja, aber hier halt irgendwie noch nicht. Ja. In der Wand vom El Capitan hängt noch eine Seilschaft drin, hast du die gesehen? Immer noch? Ja. Mhm. Boah, das ist auch, es hat angefangen ein bisschen zu regnen. Ich glaube, das ist auch sehr unangenehm dort in der Wand. Wir haben vorhin mit ein paar Kletterern gesprochen. Die haben gesagt, die übernachten heute auch in der Wand. Ja, in so einem Zelt. Wie heißt das nochmal? Portal Edge. Ich glaube, ja, die haben sich anders vorgestellt. Dadurch, dass es jetzt regnet und morgen auch nur regnen soll. Ja, wahrscheinlich. Das ist jetzt der Ort der Wahl. Wir wollen uns jetzt ungefähr hier hinstellen. Müssen jetzt so wegen dem Gras ein bisschen aufpassen, weil das gerade so hoch ist, dass es nicht anfängt zu brennen. Aber ich gehe nicht davon aus, weil es gerade sehr feucht ist. Ist gut. Ja, stopp. Okay, jetzt nochmal schnell kontrollieren, ob das Gras brennt. Aber ja, sieht nicht so aus. Der Stellplatz ist ganz gut für eine Nacht, jetzt nichts Überragendes. Aber wir haben was ziemlich Spannendes hier in der Gegend gefunden. Ich bin gerade eben mit meinem Vater nochmal hier durch die Gegend gelaufen. Ich zeig's euch nochmal. In der Gegend hier wurden anscheinend in der letzten Zeit häufiger Berglöwen gesehen. Man soll nicht alleine durch die Gegend laufen. Und weil ich ja ziemlich krass finde, hier unten steht, wenn ein Berglöwe dich angreift, kämpf, fight back. Ich hoffe mal, dass wir keinen zu Gesicht bekommen. Einen wunderschönen guten Morgen von der Nähe des Yosemite National Park. Timo, wie war deine Nacht? War gut, war ruhig, bis heute Morgen halt. Ja. Heute Morgen ist irgend so ein Kerl hier rumgelaufen und hat an jedes Auto hier so richtig stark geklopft. Ja, war aber nicht so wild, man hat ihn dann nur noch wegrennen sehen, also war anscheinend irgendein Streich Scherz. Oder so, keine Ahnung, wahrscheinlich ein Jugendlicher, ich weiß es nicht, hat sich einen Scherz erlaubt. Timos Eltern haben es fast gar nicht mitbekommen, bei uns hat es ein bisschen mehr geheult. Wir haben ja Blech, deswegen haben wir es ein bisschen erschrocken. Aber dann, wenn wir gesehen, der rennt weg, war jetzt auch gar nicht so schlimm. Aber unsere Nacht generell war sehr gut und wir erkunden jetzt weiter den Yosemite Nationalpark. Leider spielt das Wetter heute nicht so wirklich mit, aber wir sind bereits auch schon am Ende des Videos. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Abonniert auf alle Fälle unseren Kanal und bis nächste Woche. Ciao!